Herzlich willkommen zur Pressekonferenz jetzt hier nach dem ersten Heimspiel in Heidelberg. Wir haben hier Derby Heidelberg gegen die PSK 2 Lions zur Pressekonferenz jetzt nach dem Spielstand. Der Spielstand 92:76 für Heidelberg. Das erste Spiel, der erste Heimsieg und der recht deutlich. Jetzt steht Frankie neben mir. Wir warten noch auf den Headcoach von Karlsruhe, aber wenn wir gleich dazu kommen, er hat vielleicht noch ein oder andere zu besprechen, Michael May. Frankie, dann lass uns einfach mal starten. Du hast gerade gesagt, du bist doch sehr erleichtert, gerade vorgeschrieben, nach diesem ersten Heimspiel oder dem ersten Heimsieg auch direkt, weil du sagst, man weiß nie, wie man die Preseason vorläuft, wie die Mannschaft sich wirklich zeigt. Aber gib uns doch mal so deine ersten Eindrücke zum Spiel. Wie hast du es erlebt? Welche Filme waren gut? Wo kann man noch daran arbeiten? Egal wie man Preseason spielt, gut oder schlecht, erste Saison spielt immer was Besonderes. Man ist zu Hause, vor seiner Kulisse, man muss jetzt mal sehen, wie die Mannschaft aussieht, wie wir werden. Deswegen bin ich sicher, dass es mir erleichtert, dass es sehr gut geklappt hat. Wir haben meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Das war eine reine Physik. Wir haben unseren Plan mehrfach umgesetzt, wir haben kontrolliert Richard Williams, wir haben Schuss, Ballbewegung, Offensiv. Und ja, das hat in guter Folge gereicht. Die zweite Halbzeit haben wir erwartet, dass wir uns ein bisschen mehr. Wir hatten auch, denke ich, unnötige Ballverluste. Und sieht man nie in Gefahr, aber die zweite Halbzeit ist sich nicht normalisiert. Hätten wir so gespielt, wie die erste Halbzeit wäre zu schön. Dankeschön. Wenn wir dann mal so auf die einzelnen Spieler schauen, jetzt ganz kurz, oder in der Woche ist jetzt noch Niklas Ney, unser Nummer 16, krank geworden. Da war dann so die Frage, wie gehen wir damit um? Und jetzt hatte quasi Martin Seifert ein bisschen mehr Verantwortung auf den Schultern. Jetzt hat er 18 Punkte gemacht. Wie hat er sich für dich gemacht? Hat er die Leistung abgerufen, die du erwartet hast? Ja, gut, sicherlich. Das war eine ungewohnte Situation. Gestern Morgen hat sich Niklas Ney abgemeldet. Ich finde toll, wie die Mannschaft das weggesteckt hat. Nicht nur einer hatte dann Zweifel oder Frage, wieso, warum und wie mehr, sondern wir haben, finde ich, seine Auswahl vorrangig organisiert. Martin hat was gemacht, was wir von ihm erwarten, nichts Besonderes. Die Mannschaft hat vorrangig verteidigt als Team. Dann kann es weitergehen, hoffentlich, dass du dann nächste Woche schon wieder dabei bist. Ja, lass uns auf einen weiteren Spieler schauen. Evan McGoffey, neu auch mit dem Team, einer der Neuen, mit einer Effektivität von 35, 24 Punkte gemacht, zwischenzeitlich sogar eine 100%ige Trefferquote. Wie hast du ihn erlebt? Weil zwischenzeitlich war durchaus mal die Frage so, okay, wer ist denn unser Topscorer? Und da fühle ich seinen Namen, weil er war recht unauffällig im Grunde. Ja, ich habe es heute schon erlebt, so schon die ganze Preseason. Ein Spieler, der spielt für Team, und jetzt nicht an seine Punkte, oder hat geklappt. Ich bin gespannt, wenn das nächstes Mal nicht so klappt mit den Punkten, aber der wieder ein Wettbewerb für die Mannschaft ist. Der macht einfach sein Ding und was genau da, aber ich spiele genauso, wie ich da erwartet habe. Ich habe nach zwei Jahren Pause wieder an der Spiel auf der Position 4 nach meinem Geschmack. Hoffentlich, dass sie gesund bleibt und wie gesagt, Tatsache, dass wir heute 92 Punkte gemacht haben. Jetzt finde ich viele Reserve der eigentlich Spiele, wo wir eigentlich mehr erwarten, auch nicht üblich. Und ich bin Hoffnung, dass wir wirklich so wie erwartet besser aufgespielt als letztes Jahr. Genau, du sprichst es gerade an, weil ich auch ansprechen, dass quasi ja letztes Jahr waren wir für unsere super Defense bekannt. Dementsprechend hast du das Team jetzt ja auch durch Philipp Heiden den Abgang letztendlich umgestellt. Ist jetzt quasi der Weg nach vorne, die Offense zu stärken und natürlich genauso weiter in der Defense zu machen? Ja, als Trainer muss ich spielen mit dem Material und sowas. Wir haben dieses Jahr, finde ich, bessere Offenspiele als letztes Jahr. Defensiv muss ich jetzt mal zeigen, wie sich die Mannschaft entwickelt. Ich glaube auch, dass wir sehr gute Defense spielen können. Haben wir teilweise heute auch gezeigt und ja, da muss man sehen, wie es uns entwickelt. Die nächsten paar Wochen ein ganz schwerer Spielplan. Freue mich, dass auch für die Mannschaft und die Fans, dass das im ersten Spieltag geklappt hat. Ich habe es schon als eine typische Aufsteiger. Wir sind mit vielen Fahrern in der ersten Liga Spiele, fahren die Coach. Und dann die Mannschaft so zu kontrollieren, heute am ersten Spieltag.
da so eine erste Aufzeichnung zu mir mit so wenig Schwere. Hi, dear Frankie. So, Michael, thanks for coming. After maybe a little bit discussion in the rooms, how have you experienced the first game here in Heidelberg with your guys? Everybody was fit so far. So, how have you experienced it? Yeah, obviously, I don't think we played with any of the toughness we need to play with, and you know whether that's. You can blame it on a lot of things, you know, first pro A game for 80% of our players. You know, a lot of things, but give Heidelberg credit, they kicked our butts today. You know, we didn't come ready for this game, and we have the talent on this team to be much better than we were, but we weren't ready to go. And it is something we have to change right now. You know, we can't wait, and I hopefully Heidelberg did us a big, big favor tonight by waking us up. And the next question to you again. What is your plan right now? So what have you told your guys in the rooms? So what have you told them to wake up? Well, we just need to be tougher. We need to be tougher. I mean, they shot 66% inside the paint. They got to the rim off of the penetration, guard penetration, anytime they want. We just have to be tough and defensively. I mean, you can't give up 66%, 43%, 58% overall and expect to win a game. Our field goal defense has to be much better. And a lot of that's just playing one-on-one sometimes and just actually stopping the gap. Thanks, Michael. Und dann gehen wir zu einem anderen Ausblick. Frankie, diese Frage an dich. Es geht jetzt auswärts gegen Fechter, eine der, wenn man so sagt, okay, Top-Mannschaften, auch wenn die Pro A sich generell wieder nochmal weiter nach oben steigert. Wie geht's gegen Fechter? Und dann sehen wir uns ja auch schon wieder hier in Köln. Wie ist der weitere Plan jetzt? Und aus meiner Erfahrung ist es mal ganz, ganz wichtig, mit Mannschaft, mit neuen Mannschaft, um selbst einen Sieg zu haben. Wir haben jetzt einen Sieg. Ich hoffe, das gibt uns auch wieder Selbstvertrauen von ganz schwierigen Spielen Fechter. Wir haben Fechter vor einer Woche in Holland gesehen. Wir haben Fechter gestern gegen Wehr gesehen. Ich finde, das ist eine gute Gruppe. Jetzt haben sie auch mal gewonnen, knapp, werden auch verlieren können. Es ist immer schwer, dort zu spielen. Die Kulisse steht, es sind über 3000 Zuschauer. Ich hoffe, wir werden das Spiel genießen. Wenn es funktioniert, wir werden einen Tag früher dahin. Gut trainieren, gute Trainingswoche, hoffentlich komplett. Und dann schauen wir mal, was es in der Fuß ist. Es war wichtig, heute dieses Spiel zu gewinnen. Dann ist der Last Deck von Drucken, weil wenn man bedenkt, dass wir am zweiten Spieltag ein fester Spiel, am dritten Spiel gegen Kern zu Hause, dann glaube ich, fünfte kommt schon Hamburg. Das sind drei Top-Teams in der Liga, die letzten fünf Spiele. Und es war wichtig, erstmal ein Sieg. Dann schauen wir mal, was es weitergeht. Danke dir, Frankie. Michael, what's the plan for the next week and for the next game? Who's coming and what's the plan for it? I can't tell you guys our secrets for next week. We've got Hagen and on the road. Obviously, it's tough to be on the road, so the first thing we need to do is just get our defense in. We've got to be much more disciplined and play much harder on that side of the floor. That's the first win. Is that we just have to get better defensively. We can't give up 92 points next week and expect to win that game either. So that's our biggest plan right now. And thank you, Michael, so far. Have a good way back home. It's not so far at all. Danke dir, Frankie. Und dann heißt es natürlich, hier wieder da zu sein. Am 8.10. Da unten wird es auch gleich nochmal stehen. Hier zum nächsten Heimspiel. Frankie hat es gesagt, gegen Köln. Das wird nicht leicht. Vor allen Dingen sind ja zwei Jungs aus unserer Reihe jetzt hier in Heidelberg. Das wird für sie auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wir freuen uns auf euch und hoffen natürlich, dass wieder die Hütte hier voll ist. Also kommt vorbei am 8.10. zum nächsten Heimspiel. Hier Tip-Off wieder im Olympiastützpunkt und gegen Fechter geht es dann auswärts. Together we rise, together we play, together we win. Hier mit den MLP Academics Heidelberg.